Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin und einem kleinen News-Video. Weil ich die ganze Zeit schon Nachrichten bekomme und das wahrscheinlich gleich auch in den Kommentaren anfängt, möchte ich euch dann das kurz auch hier mitteilen, dass ich das auch mitbekommen habe, dass das Phantasialand jetzt ein Bild gepostet hat, wo gesagt wird, dass der Temple of the Nighthawk eine VR-Achterbahn wird. Und zu sehen sind auf diesem Artwork auch die Fledermäuse aus meinem Mac-Media-Film Happy Family. Das Ganze soll ab Sommer 2019 stattfinden. Viele haben ja auch schon geschrieben, 1. April ist doch erst morgen und so weiter und so fort. Ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube da immer noch nicht dran. Wir werden es abwarten. Wenn es so kommt, das ist echt die schlechteste, unüberlegteste Entscheidung, die ich hier erlebt habe. Und das ist, ich hasse VR auf Achterbahn. Es ist nicht gut. So viele Parks und Bahnen hatten das und haben es wieder weggemacht, weil es nicht cool ist und weil es nicht funktioniert und weil es gar nicht... Ach, egal. Ihr kennt meine Meinung dazu, eure Meinung zu dem gerne in die Kommentare und vor allem dazu, dass der Tempel VR werden soll, auch gerne in die Kommentare.